So, da bin ich wieder. Kurze Pullerpause gehabt. Das können wir wieder wegmachen. Fünfeinhalb Minuten waren es. So, hier mal eben wieder umstellen. Nimm mal so hier reinflezen. Spiel. Hier ist alles geblieben. Standard. Strecke, ach so. Ich soll noch mal kurz rausgehen hier. Haben wir gleich. Standard. Nee. Hä? Alle. Ich will doch alle haben. Was hat denn jetzt für das Spiel hier für ein Problem? Da will mir nur Dampflok-Szenario geben. Bin auch gleich wieder da gewesen. Ach, das war auch falscher Klick. Hauptmenü. Fahren. Standort? Ne, ich muss noch ganz kurz das Spiel neu starten, scheint mir so. Ich kriege hier keine anderen Loks rein, außer gerade die BR52. Dort ist nicht so der Sinn. Die T-Shirts kann man auch kaufen. Ja. Da gibt es irgendwo den Online-Shop. Bin mir gar nicht so sicher, ob ich jetzt so schnell da an den Link rankomme. Du jetzt mal hier die Bauer. So, ich suche mal eben schnell den Link raus. Wo gibt's denn den? Die werden aber wahrscheinlich nicht ganz so billig sein. Das ist immer das Problem dann. Hier mal eben nachgucken. Shop, hier haben wir die doch. Ich schätze mal, das wird das sein. Ich kontrolliere vorher mal den Link, bevor da irgendein Mist ist. Verlassen. Das ist er. Genau. Ja, also die Preise, also, na, gut. Ich sag da nichts dazu. Fahren. So, mal gucken, ob wir jetzt alle Loks oder zur Auswahl haben. Und zwar wäre das jetzt die Strecke, die Marschbahn. Wäre so Nummer 3. Und da haben wir doch da, ach so, nee, da haben wir noch. Interregio. Gucken wir uns vielleicht das mal an. Das klingt gerade interessant. Abends, da haben wir fast die aktuelle Uhrzeit. Und wir ba fahren Russenpower. Obwohl ich. Ach, scheiße, jetzt weiß ich wieder nicht, was genau das für eine Lok war. Ah, scheiße. War es jetzt die von Virtual Railroads oder war es die von. Von Steam, die von DTG. Weil die von Steam ist scheiße. Das weiß ich. Ach, und außerdem fahren wir ja IRE jetzt. Ach nee, in der Re ja, IRE. Wir wollten ja eigentlich Güter zu fahren. Ja, ich glaube, erstmal ist die falsche Lok und dann fahren wir Personenzug. Das wollen wir ja, ne? Ich glaube, ich tue nochmal ändern. Ich muss auch bloß jetzt laden lassen, das ist das Problem.
Benjamin Kracht, guten Abend. Dass jetzt wirklich noch welche kommen und sich den Livestream angucken, das finde ich gerade krass. Ich dachte jetzt echt, jetzt geht's langsam der Null entgegen. Aber da kommt irgendeine Fälschung. Die 642, ah, müsste ich jetzt. Ich kenne mich immer nicht so ganz mit dem ganzen Baureihen aus. BR642. Ah, bin ich mir. Also ich weiß, ich habe die, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da die Repaints da dafür habe. Ich weiß, das ist ja der Zero, genau. Den habe ich, aber ich weiß jetzt nicht gleich, ob ich dafür genau das Szenario habe. Ah, gut, das ist die falsche Lok, ja. Wir beenden nochmal das Szenario. Wir wollen ja Güterzug fahren. Genau, das ist. Hätte ich ja am Bild sehen müssen. Dann fahren wir schön den Güterzug. Benzin von Husum nach Westerland. Oder wir fahren. Marschbahn von Nübel und. Fahren wir vielleicht was. Das. Stürmisch. Ja, hier sieht man jetzt auch gerade wieder na, ein Train Sim World. Ich merke gerade, ich habe meine Stuhlbremse drin. Hier kann man sehen, was man, wie man an die Beta rankommt. Ah, sehr schön. So, Sound haben wir auch da. Gut, hallo Kollege, FDL. Wird schon. Warum kann ich die Ziffer nicht bestätigen? Hallo? Das ist gerade ein schönes Piepsen. Jetzt. Schon heute schon mal gehabt mit der Q-Taste, dass die nicht gehen wollte. Gut, wir haben noch einen Halt. Wir dürfen noch nicht ausfahren. Wir fahren jetzt von. Ne, wir fahren nach Husum, von Nibel. Nach Husum auf der Marschbahn, so nennen sie sich. Ah, 101. Das sind zwar schöne Wünsche, ne? Aber da ist bei mir leider wieder das Problem, dass ich da der Realist bin und für mich gehört eine Baureihe 101 einfach nicht an Doppelstockwagen. Das ist echt, das ist, das gibt es zwar vielleicht auch in der Welt, das kann schon gerne vorkommen, aber das sieht einfach, ne? Ich bin da kein Freund davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich hatte schon mal irgendwie schon mal einen Kommentar damals gehabt, da hat sich schon mal irgendjemand hier Köln-Düsseldorf gewünscht. Also ich musste das. Ich bin das dem eigentlich noch schuldig als Let's Play. Also theoretisch müsste ich das mal noch machen. So. Ach nee. Nee, wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier. Wo ist. Nach Husum. Ach, wir fahren gar nicht von und zu nach Westerland, weil hier ist auch Westerland. Genau, wir fahren gar nicht auf der Insel. Aha, okay. Genau, hier ist der Damm, glaube ich. Oder das hier. Ne, das hier müsste der Damm sein. Und wir stehen hier irgendwo auf dem Festland und warten gerade. Baureihe 143 ist mit Dostos perfekt. So wie ich es im Modell habe. 1A. Da kann man nichts dagegen sagen. Aber von Virtual Railroads persönlich bin ich halt die Baureihe 112 da besser. Einfach vom Fahren her. Aber die sieht ja eigentlich gleich aus. Man muss sich bloß die Nummer da umdenken. Dann 146. Aber 146 ist wieder. Da hat man jetzt nicht so viel Fahrspaß mit. Von wegen SIFA und PZB. Das ist ja immer bei den Produkten, die vom Train Simulator her
gebaut worden, da ist ja das immer ne alles. Ich bin echt ein Virtual Railroads-Fan deswegen, weil da weiß ich, das sind bei jeder Lok sind es die gleichen Tasten. Ich weiß gleich, welche Tastenkombination ich für was hier zum Aktivieren habe und darum fahre ich da lieber mit dem Zeug rum. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal das Szenario gewechselt. Erstmal war mal jetzt einen schönen Güterzug fahren mit Druckkesselwaren, weil sich das gewünscht worden ist, weil sich Baureihe 243 gewünscht worden ist, was wir jetzt damit auch fahren. Und halt lieber von Virtual Worlds, weil ich da mit den ganzen Tasten ein bisschen besser klarkomme. So, da vorne ist jetzt der Autobahnzug rausgefahren Richtung Westerland. Und da fällt das Signal auf Fahrt. Wir haben aber auch weiterhin einen Halt erwarten. Bei Reihe 107 müsste ich gleich mal eben wieder googeln, was genau das für eine Lok ist. Hab ich allerdings als analoges Modell. Ich habe auch amerikanisches Rollmaterial, aber sowas fahre ich halt nicht so gerne. Also jetzt halt gerade wieder gekauft, also wieder mit dazu bekommen, weil ich mir diese Premium Edition gekauft habe. Da war halt wieder eine amerikanische Strecke dabei, aber eigentlich so ein Fan davon bin ich nicht. So, was haben wir denn jetzt hier oder für ein Problem? Ich habe irgendwas nicht. Huben! Ich habe irgendwas nicht bestätigt. Dadurch habe ich eine Zwangse bekommen. Ja, ich hätte das halt erwarten bestätigen müssen, natürlich. Aber ich. Ja. Ist meine Schuld, ich weiß. So, Bremsdruck ist noch auf der Leitung. Dadurch können wir noch nicht anfahren. Jetzt ist erst der Bremsdruck so gering, dass die Lokpower reicht, um den Zug in Bewegung zu setzen. Können wir alles machen, natürlich, ist kein Problem, aber ich habe jetzt noch nicht mal das Szenario richtig begonnen, also. Und ich schätze auch mal, ich muss ganz ehrlich sagen, das wird wahrscheinlich das letzte Szenario bleiben. Und ich merke gerade mal wieder, oben steht ja noch wieder das falsche Zeug drin. Das muss ich gleich mal ändern. Ich würde einmal SIFA abwarten. Dann tue ich mal ganz kurz noch oben das ändern, was hier in der Schrift ist. Da kommt noch Semmeringbahn. Also wir sind hier zu flach für die Semmeringbahn. BR 232 von Virtual Railroads und auf der Marschbahn sind wir unterwegs. Vielleicht können wir auch mal jetzt, weil wir ein dunkles Szenario fahren, können wir auch mal die Schrift in weiß machen. Da sieht man es ein bisschen besser. Oh, Radschlupf. Ja, es ist sehr glatt. So, ich weiß nicht, wie es da ist, aber jetzt noch anhalten müssen hier vorne. Oder ob sich das Halt erwarten aufgelöst hat. Haben ja auch noch einen Zug vor uns. Darum werden wir ja wahrscheinlich noch das Halt haben. Ne, aber das Flügelsignal hebt die Flügel, das heißt also, wir dürfen fahren. Wir werden dann Dampfloks, also wenn ich Dampfloks sehen fahren kann, dann ist mir Dampflok lieber. Weil Dampflok ist halt überhaupt die Faszination Eisenbahn ist ja eigentlich die Dampflok. Dieses eine Kraft zu entwickeln mit einem Feuer. Ich will jetzt nicht sagen, mit dem kleinen Feuer, ne? Mit ein bisschen Kohle, was man dorthin schippt. Und dann Wasser, was oben drüber ist, was man zum Kochen bringt, was
als chemische Reaktion dann Dampf wird und was, dass man mit dem Dampf dann so eine Kraft erzeugen kann, um mehrere tausend Tonnen irgendeinen Berg hochzufahren mit der Dampflok. Das ist einfach das Faszinierende an der Eisenbahn. Also, Dieselloks natürlich, die haben auch Kraft. Aber die fahren halt mit Diesel, da verstehe ich diese chemische Reaktion, die dort mit den Zylindern ist, ein bisschen besser, dass dort eine Verpuffung oder eine Explosion ist. Und E-Loks, ja, ist halt Elektrokraft, ne? Kommt aus der Leitung. Da ist das einzigste Interessante halt die Oberleitung, wie die verlegt worden ist. Dass halt, dass sich nicht die Pantographen abnutzen und dass alle 2 Kilometer dort der Fahrdraht ausgewechselt wird, dass der eine Fahrdraht zur Seite macht, der nächste kommt von der Seite, wird eingespannt. Das ist mal was Interessantes dann an der Oberleitung. Aber eben, Dampflok ist halt einziges Wahre, um es mal so zu sagen, ne? Gehört halt irgendwo dazu. So, wir dürfen beschleunigen, okay, können wir nicht so sehr. Da freue ich mich doch, wenn ich dein Freund sein kann. Nee, mit der Tab-Taste musste ich auch jetzt nicht erst den Fahrdienstleiter fragen. Wir hatten ja Fahrt. Das war ja kein Problem. Und manchmal ist es auch das Problem, so richtig klappen tut das auch nicht immer, weil manchmal steht da oben da, sie haben Erlaubnis, überall zeigen das Signal zu fahren. Aber wenn man dann mal auf die Karte guckt, ne, wo man seinen Fahrweg sieht, ne, der da blau markiert wird, sieht man doch noch, dass da irgendwie manchmal KI-Züge eben dort ein bisschen kreuzen und dass das nicht immer so klappt, wie sich das da der Fahrdienstleiter im Spiel denkt. So. Noch mehr beschleunigen? Ja, jetzt soll es gehen. Jetzt sind wir über so einen Schleuderpunkt dann drüber hinweg. Da kann man mal ein bisschen dann nebeln. Licht müssen wir auch mal noch anmachen. Ja, ist schon. Auch mal was. Was ist, wenn Dampfloks rangieren? Also ich finde es halt eher was Interessantes, was halt gerade auf den Schmalspurbahnen jetzt wieder schöner aufkommt, so Fotosonderfahrten halt. Gerade wenn man dann noch mit Güterwagen und sowas fährt, das ist halt was, was mich dann persönlich so als Betrachter von außen mehr reizt. Wenn dann die Züge nicht einfach halt Fahrgäste transportieren, sondern dass sie halt wirklich als Fotoveranstaltungen dann irgendwie dann noch Güterwagen mit dran gehangen haben und dass sie wirklich so fahren wie eben zu DDR-Zeiten. Das sind wirklich dann nochmal so Sachen, die ich wieder sehr interessant finde und halt auch als Fotomotiv immer schön sind und als Videos dann für YouTube später oder so. Aber mir wird es so reichen, wenn eine Schnellzugdampflok an mir vorbeifährt und ich dort mit meiner Videokamera draufhalte. Also, Dampflok ist Dampflok. Aber man muss so sagen, es gibt auch in der Vergangenheit, die Loks können meinetwegen heutzutage auch schon verschrottet sein, aber es gibt auch da kuriose Lokomotiven, die jetzt da vielleicht auch nicht immer ganz so interessant. Also, sie sahen interessant aus, aber
So sahen sie nicht schön aus, um so einfach so zu sagen. Gerade bei den Schmalspurbahnen gab es dann die 3K und die 5K, also das waren so zwei Loks, also die sahen ganz eigenartig aus. ICE4, keine Ahnung, ob die den überhaupt noch bauen wollen, also ich werde mir auch jetzt nicht auf Zwang holen wollen. Weil ich weiß halt, na, ab Dezember, ich weiß es jetzt offiziell, ab Dezember kommt der neue Train Simulator. Und ab da an werden alle Produkte, die ich jetzt hier für diesen mir schon gekauft habe, nicht mehr auf der neuen Plattform zu spielen sein. Also ich müsste dann immer wieder auf den alten zurück. Und eigentlich, es war jetzt nochmal einmalig diese 31 € oder was ich mir da für die Premium-Kollektion da mal ausgegeben habe, dass ich dann hier gleich Anrecht habe auf die Beta. Und sonst habe ich jetzt eigentlich nicht vor. Also, kann schon sein, dass der ICE4 vielleicht rauskommt, aber ich bin auch kein Freund von schnellen Zügen so sehr. Also weiße Züge, die nur einen Strich in der Landschaft. Mich würde es auch mal interessieren, weil wir es hier bei uns in der Nähe so direkt gar nicht haben. Würde ich mich mal für 3, 4 Stunden gerne an so eine Schnellzugstrecke stellen und da mal ein paar Züge filmen. Das würde mich schon mal reizen. So, was passiert jetzt hier? Halt erwarten. So, ich kann gerade wieder gar nicht mehr so in den Chat reingucken. Bei ICE3 finde ich auch persönlich schöner den ICE-T halt mit dieser Neigetechnik. Und wenn dann noch den ICE-TD, weil mit Dieselkraft. Das sind so Sachen, die ich dann eher interessant finde. Und gerade der ICE-TD, weil er mit Dieselkraft ist und plus vierteilig ist, würde mich auch persönlich als Modell sehr reizen, mir da mal ein ICE3 zu kaufen und dann die Pantographen abzunehmen und den mir so ein bisschen umzubauen als ICE-TD. Das wäre ein schöner Modellbahnzug. Könnte ich mir zumindest so vorstellen. So, was kam noch? Ja, ne? Wenn es Größeres als Schmalspurbahn los ist, na, wie es halt jetzt so vor kurzem war auf der Döllnitzbahn. Da war ich halt auch anwesend, dann bin ich da schon selber. So eine Solo-Lok, der Kollege. Ja, unser Problem ist jetzt leider, wir müssen jetzt hier wieder stehen bleiben. Wir haben also gleich wieder zu tun mit dem Anfahren. Weil unser Zug ist schwer. So, der Kollege ist schon weggefahren. Überprüft bloß mal gerne, ob hier hinten wirklich Schlussscheiben sind. Gut, wir haben dabei schon grün bekommen. So. Ja, aber Kopenhagen, genau. Wenn der dort bis nach Fehmarn fährt, das ist was Interessantes. Genau, Fehmarn haben wir den gesehen. Da haben wir oft Urlaub gemacht früher. Da haben wir den immer gesehen. So. Jetzt, gut. Weil du mich vielleicht noch nicht kanntest vom Aussehen her. Ich weiß es ja nicht. Ach so. Ja, also ich war auf der Delnitzbahn. Schön mit dem InSK-Zug, also gefilmt, ne? Keine Ahnung. Da müssen wir solche Sachen mal in Zukunft besser absprechen. Abklären. Wenn ich irgendwo bin. Warum sollen denn nicht die Geschwindigkeiten vom ICE3 fahren? Also ich bin da nicht so ganz involviert, aber eigentlich kann der doch auch schnell fahren. Gerade wegen der Neigetechnik. Oder? Etwa nicht. Ist halt auch gerade mit der Neigetechnik dieses krasse mit der Baureihe 612 ist es, glaube ich.
die Dieseltriebwagen mit der Neigetechnik, wo sie die wieder abschalten mussten, weil es da immer wieder Probleme gab. Deswegen, ja, Neigetechnik ist so schön wie es ist, aber ist halt immer noch Technik und Technik, die begeistert, macht auch immer mal wieder Fehler. Aber eben beim ICE-T ist das Interessante, dass ja der Pantograph sich nicht mitneigt. Der bleibt immer senkrecht zur Oberleitung, dass er halt der Oberleitung berührt, während sich der Warenkasten dann neigt, aber der Pantograph immer starr senkrecht bleibt. Das ist das Interessante am ICE-T. Nur 280. Oh, ach so. Es gibt doch bloß selten mal Streckenabschnitte, wo du wirklich 300 oder 330 fahren darfst, oder? Hab ich mal, ja, ne? Gegoogelt. So, hier können wir volle Leistung machen, haben kein Problem mit durchdrehenden Rädern. So, damit wir mal sehen, dass wir überhaupt ein Güter zu fahren. Das ist halt eben das, was mich vielleicht so stören wird am Job des Triebfahrzeugführers, dass du wirklich halt dieses Sturre vorne drin sitzen hast und nur vorne rauszugucken hast und dass du und dass halt die Ausbildung echt so krass ist. Das ist. Was du da auf dem Kasten haben musst, einfach. Du bist echt die 3 Jahre Ausbildung, bist du nur am Pauken. Was ich da gehört habe, was du da für Ordner von der Deutschen Bahn bekommst, was du alles wissen musst, das ist. Huiuiuiui. Ich mache jetzt erstmal meine Lehre hier fertig und danach werde ich sehen. Natürlich wäre es nochmal was Schönes, wenn du nicht bloß einen Autoführerschein hast, sondern auch einen Führerschein hast. Für irgendeine Diesellok oder was? Ich weiß ja nicht, wie du aussiehst. Keine Ahnung, Dominik. Kann sein. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie du aussiehst. Das ist das Problem. Darum wäre es eher dann halt nur, dass man dann mich anspricht oder so. Weil mich kennt er jetzt, seit heute auf alle Fälle. Dank meiner Webcam und dem Greenscreen. Oh, herrlich. Ja, also, hab da natürlich kein Problem mit. Wenn wir so fame schon sind. Also auf der Gamescom, da hatten wir ja auch das Glück, da hatten wir auch einen Zuschauer, der uns da angesprochen hat. Der hat halt uns erkannt, ne? Also wir haben halt schon, der hat uns irgendwie angeschrieben, Philipp. Dass wir uns hier und hier treffen, aber wir wussten ja nicht, wie er aussieht, aber er hat uns dann halt gerade auch an den Sachen, ich hatte ja dasselbe T-Shirt an, dann erkannt. Oder ich muss halt jetzt immer nur, wenn ich aus dem Haus gehe, muss ich halt dann das T-Shirt tragen. Da müssen wir es halt so machen. Letzter Kommentar wegen Nummer. Was denn für eine Nummer? Das ist der Baureihe 232. Das ist der ihre Nummer, oder? Meinst du jetzt, Handynummer. Nein. Das wäre mir nicht bekannt. Also nicht für diesen Train Simulator gibt es auf jeden Fall. Also ich glaube für. Oh, wie heißt der? Den habe ich doch hier auch irgendwo. Für Pro Train Perfect.
Oder so, für den Simulator gibt's die Strecke Dresden-Leipzig oder Leipzig-Dresden. Aber für den Train-Simulator gibt es bloß die Strecke Berlin-Leipzig. Im Bau ist die Strecke Leipzig-Chemnitz. Und momentan ist der Abschnitt fertig von Chemnitz nach Tharandt und weiterhin dann geplant bis nach Dresden noch. Gut, dann warten wir ein bisschen vor dem roten Signal. So, ich muss wieder lesen. Hast du euch jetzt gewohnt und. Aha, ja. Das ist auf jeden Fall schön, ne? Auf der Dölnitzbahn. Handynummer. Ich bin da echt. Ich bin da nicht so der Fan dann davon, meine Handynummer da rauszugeben. Echt, also. Ich habe das schon bei einem anderen Kanal mal gemacht und da habe ich. Ich sag mal, ich habe keine guten Erfahrungen mitgemacht. Ganz einfach. Also, man, da ist man dann ein bisschen abhängig, ganz einfach. Wie langsam Fahrstelle sehe ich hier vorne. Also hier unten. Weiß nicht genau, was da, wann, wie, wo kommt. Mal ein bisschen Ausschau halten. Da muss ja bestimmt gleich irgendwie eine Geschwindigkeitssenkentafel sein. Hier vorne kommt was Orangenes. Gut. Mal gucken, was wir holen müssen. 40, oh. Da quält sich auch ein anderer Kollege durch. Mit schönen Schiebewandwagen, so rum. Haben beide Dominik in Urschatz gewohnt. So, warum auch immer ist jetzt hier eine Langsamfahrstelle. Muss man wieder von unserer schönen Geschwindigkeit auf 40 runter. Vor allem auch bloß das kurze Stückel. Total sinnlos. So, wir können wieder beschleunigen. Ja, und wie war das, der Dominik? Der wohnt in Hohenstein. Also der Dominik mit K wohnt in Hohenstein. Ja, wir wissen, wie. Ja, wie willst du mir die jetzt geben? Du schreibst sie doch jetzt nicht einfach hier hin, oder? Ja, mach wie du denkst. Also, irgendwo werde ich sie dann schon sehen. Genau, ja, ein Hohensteinwunder. Ja, in Kems. Das gibt's. Da gibt es im Workshop des Train Simulators gibt es wirklich einen Zusammenschluss aller Strecken vom Raum München. Also da kannst du wirklich. Von München, also von Augsburg nach München, von München nach Garmisch-Partenkirchen, von Garmisch-Partenkirchen kannst du wieder nach München fahren und von München nach
Rosenheim. Genau, das sind ja die drei Strecken: München-Augsburg, München-Garmisch-Partenkirchen und München-Rosenheim. Die Strecken gibt es da. Und da gibt es im Workshop wirklich jemand, der die alle zusammengesetzt hat, dass du das wirklich in München dann alles zusammenkommt. Ich brauche deine Nummer echt nicht, also weil wenn ich deine Nummer habe, hast du ja dann auch dank WhatsApp meine Nummer und dann ist halt, das brauche ich, muss ich, möchte ich dann nicht so unbedingt haben. Also ist lieb gemeint, aber müssen wir auf eine andere Art und Weise irgendwie kommunizieren. Aber du kennst ja jetzt mein Gesicht. Und da musst du mich dann wieder fragen. Also das nächste Event, wo ich wieder bin, ist Modellhobby Spiel. Wenn du da auch bist und mich erkennst, dann kannst du mich gerne ansprechen. Also da habe ich kein Problem mit. Aber so mit Nummern austauschen, das muss ich echt bitte mal nicht haben. Bitte nicht übel nehmen. So, wir sind schon über dem 500er Magnet. Das heißt, jetzt sind wir scharf geschalten. Also müssen wir dann auch irgendwann mal zum Stehen kommen. Der FDL hat uns ja schon angekündigt vor ein paar Minuten, dass wir hier jetzt ein bisschen länger stehen werden. So, gucken wir mal, warum wir hier stehen. Spieler zentrieren. Wir sind jetzt schon bis hierhin gefahren. Wir mussten auf irgendeinen IC warten. Ach hier, ach weil hier eingleisig ist ab hier. Ah, okay. Gut, dann verstehe ich das natürlich. Ja, ich habe jetzt Zeit, ich guck gleich mal. So, für alle, die es gerne haben wollen, Dominik seine Nummer. Dominik mit K, die steht jetzt gerade im Chat hier. Auch sehr interessant. Ich habe ihn gerade davor noch gewarnt. Ich guck mal eben im Workshop nach. Wir haben ja Zeit. Suchen. München. Nein, nee, München. Was suche ich denn da? Filters unendlich lang. Müsste man da mal sagen, wenn es weitergeht. Also bis jetzt ist noch rot. Hier, ich glaube, ich habe es gerade gefunden. München, Augsburg, Garmisch-Partenkirchen, Rosenheim. Seiten-URL kopieren. So, probiere ich mal, ob die funktioniert. Da ist das. Das ist der Zusammenschluss des Steam Workshops. Ich weiß auch nicht, da gibt es glaube ich. Was ein. Na, wenn du das willst, das ist bloß ich, dann hättest du da eine private Nachricht an den Kanal schicken müssen. Also da bist du jetzt selber schuld. Na, da kann ich auch nichts dran ändern. Und ich habe eigentlich
20 Mal gesagt, dass ich deine Nummer nicht unbedingt haben muss, aber wenn du eine hören willst, ganz ehrlich, ja, schlimm. Leute, Leute, Leute. So, wir haben immer noch rot. Ich weiß nicht, wie weiter. Achso, da kommt gerade. Ich sehe ihn noch gar nicht. Weil ja noch eine Kurve ist, wie es scheint. Ah, da bin ich mir nicht so sicher. Wenn du München-Rosenheim nicht hast, dann gibt's auch die Strecke nur München-Garmisch-Partenkirchen oder sowas. Aber du musst dir selber mal gucken. Also ich habe jetzt in München Augsburg Rosenheim oder so eingegeben und dann bin ich darauf gekommen. Aber es gibt. Wo ist denn? Der Zug fährt gerade an uns vorbei, aber wir sehen ihn nicht. Auch interessant gewesen. Ja, wir haben gerade grün bekommen. Dominik mit K, mal eine ganz kurze Frage, wie alt bist denn du? Jetzt ist es eh zu spät. Na, du musst auf den Kanal irgendwie gehen und dann hast du dort oben die Auswahl hier Videos und sowas. Und da gibt es das irgendwo. Aber mal eine kurze Frage, wie alt bist denn du, Dominik? Gut, man kann uns befreien. Oh, gut. Darf nicht so schnell Gas geben. Ja, Geld sparen kann man so nicht, weil du hast ja nicht die benötigten Objekte. Ich weiß nicht, wie das da ist, ob da überhaupt dann die Gleise da vorhanden sind. Oder wenn, dann fehlen ja zumindest dann die Häuser und die Bäume so, weil die ja von jeder Strecke her unterschiedlich sind. Und das ist ja dann dementsprechend die Voraussetzung, dass du ja dann diese Objekte hast, weil sonst fährst du halt, wenn es die Gleise überhaupt gibt, dann fährst du halt durch leere Bahnhöfe. Weil ich habe gerade mal deine Nummer hier in dieses mobile Telefon eingespeichert und habe gerade mal dein. Oh, Siefer. Hab gerade mal dein Profilbild angeguckt und irgendwie. Bist schnell, kommst du mir bekannt vor, als hätte ich dich schon mal gesehen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Du hast da so eine Hand davor auf dein Profilbild. Das ist da ungünstig in der Sache. Drum mal ganz kurz meine Frage, ob du auch in Zittau warst. So Historik Mobil. So, erstmal warten. Dauert halt. Die 30 Sekunden Verzögerung, das sind ja die 30 Sekunden Verzögerung. Ich stelle jetzt eine Frage. Dann dauert es 30 Sekunden, dann antwortet er darauf. Das ist ja dann relativ zeitnah. Das sind dann vielleicht noch 5 bis 10 Sekunden, bis ich das ja hier auf dem zweiten Bildschirm sehe. Und dann antworte ich wieder darauf, dann sind ja wieder 30 Sekunden. Dann sind ja wieder 30 Sekunden. Dann dauert das also über eine Minute, wenn wir hier irgendwie da mal uns unterhalten.
Das kann man auch machen, ja, musst du probieren. Aber wenn dann, also wenn du jetzt in München, Augsburg und München Garmisch-Partenkirchen bloß besitzt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch bloß diesen Teil gibt, ohne München-Rosenheim. Aber das gehen wir auf den Versuch drauf an. Scheibenwischer kann ruhig noch anbleiben, es tröpfelt ja noch. Ich schüttel einfach grundlos den Kopf. Ja, nee, ich hatte, weil ich dachte, in Zittau, da, hier ist eine Mücke. Erwischt. In Zittau hatte ich mich mal kurz mit jemandem unterhalten da und da dachte ich, also was heißt unterhalten? Wir standen an der Strecke und haben bloß so gequatscht, wann der nächste Zug kam. Und da dachte ich, ich hätte jetzt den gerade wird auf deinem Profilbild erkannt. Okay, aber wenn du zur Historic Mobil warst, dann warst du es nicht. Also kann ich dann doch ziemlich sicher sein, dass wir uns noch nicht getroffen haben, zufälligerweise. Oder wir sind uns halt doch schon aneinander vorbeigefahren, ohne dass wir es wahrgenommen haben. Einer von uns beiden. Und in Oschatz war ich ja insofern auch nicht. Ich war im Mückelnmeer. Mückeln und die andere Endstation. Da waren wir. Mit der Videokamera. In Oschatz waren wir gar nicht. Auf der Dönitzbahn. Als der 1K-Zug da war. Oder der ist ja sogar noch dort. Den haben sie ja noch gar nicht weggeschafft, glaube ich. Oder? Oder zumindest zum Teil, wenn dann bloß. Was denn für eine coole blaue Dampflok, Konrad? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin jetzt am Überlegen. Eine blaue Dampflok? Eine blaue Dampflok? Wüsste ich jetzt nicht direkt, was du da von mir willst, möchtest. War so schön ruhig, ich habe es gerade eben. Wir konnten gerade schön fachsimpeln und dann kommt wieder Gelgoroth und versaut uns das Ganze. Ganz schlimm. Alter, es kommen so viele Nachrichten. What the fuck? Thomas, die blaue Lokomotive. Ach, gibt's kein direktes Vorbild. Kann ich mir vorstellen. Also, irgendeine englische Maschine sind es, wenn dann auf jeden Fall. Englische Dampfloks sind das ja, die dort ein Gesicht bekommen haben. So, jetzt mal eine Lok. Ja, so, ich wollte. Das ist schön, dass sich der Dominik dort anmelden will. Ja, wer, also. Dann, wenn du dann im Modellbahnclub bist, dann können wir dann darüber reden, dass ich dir da eine Nachricht schicke, sodass du meine Nummer dann auch bekommst. Also, das könnten wir dann einrichten. Thomas, die, ja. Genau, Thomas, die Lokomotive, meinte der Konrad. Anscheinend. Ein Kaschmauge. Ah. Na, die hat ja plus drei Achsen, ja. Also vor dem großen Zug würde ich die nicht hängen wollen. Gut.
Es gäbe diese Lok auch für den Train Simulator. Den Thomas, den Big Boy gibt es auch für den Train Simulator. Den habe ich allerdings nicht. Den Big Boy gibt es auch für den Train Simulator und es gäbe den Thomas so als Lok auch für den Train Simulator. Allerdings habe ich die noch nirgendwo offiziell als einen Download gefunden. Aber den Big Boy, den gibt es zu kaufen für 13,99 €. Wenn du Glück hast, ist der irgendwann mal im Angebot. Ich kann dir dann mal schreiben. Wenn du wirklich auch in den Modellbahnclub eintreten möchtest, habe ich da dann kein Problem mit. Machen wir mal. Aber heute vielleicht nicht, ich dann lieber morgen, wenn ich dann Schule habe oder sowas, da habe ich ja Zeit. Da kann ich dir dann mal schreiben. Da machen wir das. Bob der Baumeister war auch geil, richtig. Aber die ganzen Sendungen, die haben sie ja in der heutigen Zeit sowas von versaut durch ihre reine Computeranimation, das sieht doch nicht mehr schön aus. Das war wirklich, gerade Thomas und seine Freunde, das war so geil. Diese Modellbahnloks, die dort auf der Modellbahn eben rumgefahren sind, diese Module, die da hatten, das sah so traumhaft aus. Das war echt zum Verlieben einfach. Und dann ging es einfach los mit dieser Computeranimation und oh, halt mal bitte, ne, auf den Vogel hier, auf den Gelgoros. Das ist echt, der labert nur Dünnschiss. Der ist echt, der hat keine Ahnung. Ohne Scheiß. Dass der überhaupt noch wach ist, das finde ich auch noch krass. Gemein bin ich. Ich bin ganz schön gemein. Alter, bin ich gemein. Ey, da hat der Eis mal ein bisschen von der Fliege, echt. Das ist. Ja, gibt's bestimmt auf YouTube. Gibt alles auf YouTube, ey. Quasi sein Mentor. Ey, Konrad, halt echt mal die Fresse, ohne Scheiß. Ganz schlimm. Und vor allem, wenn er dann noch alles falsch schreibt. Unglaublich. Wir können gerne Modelleisenbahnfreunde sein. Ich schreibe dir morgen mal. Mal gucken. So, hier ist die 80, aber die müssen wir nicht weiter bestätigen. Das war, glaube ich, ein Halt erwarten, oder? Zumindest steht jetzt ein Halt erwarten da. Ja, meine Kindheit, also bin auch schon immer mit Technik aufgewachsen. Also ich hatte schon bei Zeiten einen eigenen Computer. Also ich war echt nicht viel draußen. Das ist das Schlimmste, genau. Da hat in dem einen Punkt, gebe ich dem Konrad recht, dass heutzutage
der Nachwuchs für das Hobby Modelleisenbahn, für das Hobby Eisenbahn ausstirbt. Ey, ohne Spaß. Der vergöttert mich irgendwie. Der dumme Gamer. Ganz schlimm, der Typ. Eisenbahnrennen vor. Na, fängst du mal an, Konrad. Dann baust du mal was. Dann machst du mal was. Dann nimm ja der Formel 1, wie willst du das dann nennen? Ich bin gespannt. Konrad und seine Eisenbahnrennen. So, wir warten auf den Gegenzug. Oh, da kommt er schon. Mit EA20. Hashtag Felix ist Eismanngott. Da sind doch noch welche am Werkeln und hören noch hier zu. Vom eigenen Kanal. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ah, wir können weiterfahren. Ja, es ist Nachwuchs, das brauchen wir. Also, das habe ich auch mir so irgendwie zur Aufgabe gemacht. Das ist. Ich liebe Eisenbahn, ich muss es irgendwie der Jugend noch ein bisschen besser beibringen. Also mit Jugend meine ich dann halt, ne, auch noch Leute unter 10 oder so. Ja, 0 ist mir zu groß. Ich bleib Spur TT oder wenn, dann müssen wir es gleich übertreiben und gehen zur Spur 0 oder zur Gartenbahn. Weil halbe Sachen gibt's da, ne? Genau, halbe Sachen, wortwörtlich. H0 heißt ja halb 0. Halbe Sachen gibt's nicht. Darf ich noch nicht befreien? Was ist das für eine Scheiße? Jetzt. So, warte, ich muss erstmal. Alle ins Miniaturwunderland Hamburg. Scheiße, wir haben überall Schienen gelegt. Aber du warst mir auf einmal sympathisch, Konrad. Was ist denn? Hat dich dieser Livestream-Abend in irgendeiner Art und Weise verändert? Ah, ich glaube, jetzt hast du mittlerweile alle, ja, wie das Waffen, alle Dachlatten, nee, alle Sch Dachschaden hast du jetzt, den kompletten Dachschaden. Ja. Wir reden, glaube ich, morgen besser, Konrad, ne? So, in Husum Gleis 5. Also, jetzt schon klein, müssen wir auch anhalten. Aber wir haben sogar dann dort Halt. Ja, grün-gelb ist dort. Also, jetzt ist grün-gelb, heißt ja dann Halt erwarten. Also werden wir dann dort stehen zu bleiben haben. Berauben, Märklin. Achso, jetzt habe ich das kapiert. Aha. Ja, da, Märklin macht doch LGB, macht doch Gartenbahn. Da wäre ich dabei. Also, wir machen ja nur Spaß, da wäre ich dabei. Was? Eine Brügelstapel. Nichts besseres als Züge. Ach, Konrad, halt, echt. Wirklich. Kommt nur noch Scheiße da draus aus deinem Mund. Dampflok müsste ich heutzutage, glaube ich, nicht mehr entwickeln. Also. Weil, für was? Dann doch lieber auf die heutige Elektroloks oder was setzen, aber Dampfloks in unserer heutigen Zeit.
Wirklich nur noch als Sonderfahrten, ganz ehrlich. Und dann bei dem Lokbestand bleiben, bei dem wir heutzutage sind, erreicht ja auch aus als Sonderfahrten. Also man muss halt wirklich die Loks pflegen, die wir haben, und dann Kette neu bauen. Also wäre ich jetzt nicht so dafür. Dann lieber alte Loks, wo es heutzutage keine mehr von gibt, wie die 1K. Dann lieber so eine Lok, wirklich neu bauen, wie sie es ja gemacht haben. Da bin ich dafür. Aber eine neue Lok entwickeln, na, weiß ich nicht, wär nicht mein Fall. Geht's weiter. Also war's das für die Stelle vom Szenario. Ja, E-Lok. WK-Eisenbahnentwickler sein. Muss ich, ne? Muss ein schönes Gesicht haben. Kein hässliches. Aber so Konstrukteur oder sowas, also da hätte ich keine Fantasie für, oder da wird mir keine Form im Kopf einfallen, wie eine Lok auszusehen haben müsste. Aber die Loks, die es gibt, man erkennt, das sind Loks. Was? Ach, Schienensuizid im Szenario einzubauen. Ja, glaube ich, gibt's noch nicht. Ah, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Wir haben es ja jetzt schon gleich 22:15 Uhr. Also, ich muss ganz langsam sagen, nach bald 3,5 Stunden ist so ganz langsam die Luft bei mir raus. Ich würde ganz einfach wirklich sagen, na, wir hatten heute eine sehr schöne Zeit. Wir haben die zweistellige Zuschauerzahlmarke geknackt. Es lief alles mehr oder weniger glatt heute. Einmal ist das Szenario abgestürzt, aber da wissen wir ja, wie man das in die Schuhe schieben können. Also, das haben wir ja einstimmig geklärt, dass es am Dominik lag. Ich schlafe nachts nicht mit einer Lok im Bett. So verrückt bin ich noch nicht. Die würde ich ja zerdrücken, wenn ich mich im Bett wälze. Ich würde an der Stelle ganz langsam sagen, das war's für den Livestream. Ich würde den nächsten Livestream wieder ankündigen, weil es hat ja, muss ich sagen, mit den jetzigen Einstellungen, so wie sie hier sind, wunderbar geklappt. Keine größeren Schwierigkeiten gewesen. Ja, ich würde mir wünschen, wenn ich das nächste Ankündigungsvideo mache, dass da noch ein paar mehr Kommentare drunter kommen, dass ich wirklich ein bisschen Ideen von euch habe, was wir wirklich machen wollen. Oder dass wir wirklich mal sagen, wir machen einen kompletten Editor-Livestream, dass wir wirklich, dass irgendjemand jetzt einen Vorschlag macht, irgendeinen reellen Bahnhof. Dreigleisig, viergleisig, den wir jetzt einfach sagen, vor der letzten Weiche 500 Meter, hinter der letzten Weiche 500 Meter, und dann bauen wir das einfach mal ein bisschen. Bauchtanz wird jetzt in dem Livestream auf jeden Fall nicht mehr stattfinden. Ihr könnt dann, schätze ich mal, das nächste Mal nochmal fragen, wenn dann der Philipp mal wieder einen Livestream macht. Das wird ja dann wahrscheinlich ein sogenannter Freitag-Nacht-Stream werden. Ja, also nächster Livestream vom Train Simulator 2017 wird auf jeden Fall wieder angekündigt. Ich spreche das halt jetzt hier an der Stelle an, dass ihr da bitte mal ein bisschen noch Kommentare mehr drunter schreibt, dass ich wirklich ein bisschen weiß, dass ich wirklich, das ist dann immer so dieses Kurzfristige, dass jetzt jemand sagt, oh, er hätte lieber ein bisschen mehr Editor. Wenn, dann machen wir komplett Editor. Wenn ich das weiß, dann machen wir das gerne, und da brauchen wir ein paar kurze Vorschläge. Und dann geht das auf jeden Fall klar. Ich würde mich an der Stelle jetzt erstmal von euch verabschieden. Ich fand wieder, wir hatten eine schöne Zeit gehabt. Es ging halt wirklich auch alles. Und es lief diesmal wirklich sehr gut. Keine Probleme.
Dönitz Bunny. Das wäre, könnte man jetzt auch sagen. Wir bauen jetzt mal einen Bahnhof Müggeln nach. Da wäre ich dabei. Oder wir sagen wirklich, wir bauen einen Bahnhof Oschatz nach und gucken, dass wir da auch die Rollwagengruben und sowas noch darstellen, so wie es damals war. Also da wäre ich für. Bin ich mit einverstanden. Ich schreibe es mir mal nicht auf. Ich hoffe mal, du denkst einfach mal dran. Oder wenn, dann kannst du mir ja mal jetzt schreiben oder so. Das machen wir mal. Das lassen wir mal in den Hinterkopf. Bahnhof Döllnitz, Schmalspurbahn und Regelspur zur Zeit der Deutschen Reichsbahn, als noch die Rollwagen fuhren, als da noch alles so ein bisschen instand war, muss man so sagen. Gut. Ich glaube, ich mache jetzt hier endlich mal einen Schlussstrich. Das war's für den Livestream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet im nächsten Livestream wieder ein. Ich sage erstmal, bis zum nächsten Livestream. Bis dahin und ciao.